Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier beim Yogi in der Ecke. Freut mich, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid und zuschaut, denn heute möchte ich euch die Einrichtung bzw. Verbindung und Konfiguration eurer schnurlosen Decktelefone wie dieser hier mit der Fritzbox 7590 ein bisschen näher bringen. Wir können unsere Haustelefone hier ja auf verschiedene Arten an die Fritzbox anschließen. Wir haben zum einen die Möglichkeit, hier analoge schnurgebundene Telefone unter anderem über den seitlich angebrachten Telefonstecker anzuschließen. Außerdem noch mehr dieser Telefone hier hinten über die beiden zusätzlichen Phone-Anschlüsse. Das ganze Verkabele können wir uns aber auch sparen, wenn wir unsere Schnurlos-Telefone wie diese beiden Gigasets hier völlig schnurlos direkt über Funk, wie gesagt, mit der Fritzbox verbinden. Und genau das möchte ich euch heute mal zeigen. Die Basisstationen, die werden natürlich weiterhin gebraucht, zumindest zum Aufladen der Handgeräte hier. Die werden zwar anschließend nicht mehr den Funkverkehr übernehmen, aber ihr müsst die Akkus irgendwie aufladen. Deswegen werdet ihr um die Basisstationen eurer Telefone, eurer Schnurlostelefone nicht herumkommen. Aber die Funkverbindung, die wird wie gesagt in Zukunft über die Fritzbox laufen. Ich zeige euch das jetzt mal am Beispiel dieses etwas moderneren Gigasets, welches ich hier habe. Alles, was wir tun müssen, ist die Fritzbox erstmal in den Anmeldemodus zu versetzen. Dazu drücken wir die Connect- und WPS-Taste für einen kleinen Moment, bis die LEDs hier vorne alle anfangen zu blinken. Jetzt wartet die Fritzbox auf eine neue Deckverbindung. Dazu gehen wir dann an unserem Schnurlostelefon ins Menü. Das tue ich an meinem Modell hier, indem ich ganz einfach die mittlere Taste drücke und dann hier in die Einstellungen gehe. Das kann natürlich je nach Modell ein kleines bisschen variieren und anders aussehen. Ihr geht auf jeden Fall in die Einstellungen eures Geräts und sucht dann nach einem Menüpunkt, der sich zum Beispiel hier wie in dem Fall Anmeldung oder Verbindung, Mobilteil anmelden oder irgendwie sowas in der Art nennt. Diesen Menüpunkt wählt ihr aus. Dann habe ich jetzt hier nochmal die Unteroption Mobilteil anmelden. Genau das möchte ich tun. Das kann, wie gesagt, je nach Hersteller und Modell eures Schnurlostelefons ein bisschen anders aussehen. Ich wähle hier also Mobilteil anmelden aus. Jetzt wird eine anmeldebereite Basis gesucht. Da sollte er die Fritzbox nach wenigen Sekunden dann auch finden. Denn sie ist, wie man am Blinken erkennen kann, auf jeden Fall anmeldebereit. Dann sollten wir nach wenigen Sekunden oder Momenten nach einer PIN-Nummer gefragt werden. Die lautet im Werkzustand der Fritzbox viermal die 0, 0, 0, 0, 0. Das bestätigen wir mit OK. Wie gesagt, der ganze Menüvorgang hier am Telefon, der kann je nach Hersteller und Modell eures Telefons ein bisschen unterschiedlich sein. PIN habe ich eingegeben und bestätigt und wir sehen, das Mobilteil hat einen Namen bekommen und hat auch eine Verbindung hergestellt. Das Blinken der LEDs, sie hat auf der rechten Seite der Fritzbox aufgehört. Das heißt, unser Mobilteil hier ist schon mal per Funk jetzt mit der Fritzbox verbunden. Ich zeige euch das Ganze nochmal der Sicherheit halber hier mit einem etwas älteren Gigaset-Modell. Auch hier bringen wir die Fritzbox wieder in den Anmeldemodus, indem wir die Connect- und WPS-Taste für eine kleine Sekunde gedrückt halten, bis die ganzen LEDs hier anfangen zu blinken. Dann gehen wir auch bei diesem Telefon hier in das Menü. Das tue ich mit dieser Taste. Gehe dann erstmal runter in die Einstellungen, ganz genau hier, und suche dann hier den Menüpunkt Mobilteil, nennt sich das in dem Fall, und kann jetzt hier das Mobilteil anmelden. Ganz genau, den Menüpunkt rufe ich auf, kann dann wieder die PIN-Nummer eingeben, im Werkzustand wie gesagt 0000, bestätige das Ganze mit OK. Und nach wenigen Sekunden sollte auch dieses zweite Telefon hier mit unserer Fritzbox 7590 verbunden werden. Genau das ist der Fall. Ihr habt einen kleinen Signalton gehört. Und auch hier haben wir jetzt eine Bezeichnung. Mobilteil, Punkt, Punkt, Punkt. Passt nicht ganz ins Display, aber die Bezeichnung können wir auch gleich noch in der Fritzbox ändern. Die ändert sich dann hier auch auf dem Display. Können wir zum Beispiel draufschreiben Haus oder Hof oder Keller oder wo auch immer das Telefon hingehört. Das ist jetzt also erstmal Mobilteil 2 wahrscheinlich und das hier Mobilteil 1. Und um die Geräte jetzt ein bisschen einzurichten, nicht nur mit dem Namen übrigens, der hier angezeigt wird, sondern auch zum Beispiel mit den entsprechend korrekten Rufnummern, auf die das Telefon bei eingehenden Anrufen reagieren soll. Dafür begeben wir uns jetzt mal zu einem PC idealerweise oder zu einem Laptop, der mit der Fritzbox verbunden ist, entweder per WLAN oder wie in meinem Fall hier per Netzwerkkabel. Das spielt gar keine Rolle. Auf jeden Fall begebe ich mich jetzt mal zu meinem PC. Der befindet sich direkt hinter mir hier. Deswegen brauche ich mich nur umdrehen und nehme euch natürlich mit. Los geht's! Dort angekommen, öffnet ihr einen Webbrowser eurer Wahl. In meinem Fall ist das hier der Chrome von Google. Kann aber auch jeder andere gängige Webbrowser sein. Das spielt gar keine Rolle. Ebenso spielt das Betriebssystem keine Rolle. Ich mache das jetzt hier unter Windows 10. Ihr könnt das aber auch unter macOS oder unter Linux auch meinetwegen tun. Wichtig ist nur, dass ihr euren Webbrowser öffnet
und die Adresse fritz.box über die Adresszeile aufruft, dann landet ihr nämlich in der Fritz OS Konfigurationsoberfläche. Dort loggt ihr euch mit eurem Konfigurationspasswort ein. Das steht im Werkzustand, falls ihr es noch nicht geändert habt, auch auf dem Sticker der Unterseite der Fritzbox. Wir klicken auf Anmelden und sehen dann jetzt hier in meinem Fall, so habe ich das präpariert, dass wir den Internetanschluss schon eingerichtet haben aus einem meiner vorherigen Videoanleitungen. Aber die Rufnummern, die habe ich jetzt für dieses Video wieder rausgenommen. Auch die werden eigentlich schon im Ersteinrichtungsassistenten mit eingerichtet. Ich zeige euch das jetzt aber nochmal hier für den Fall der Schnurlos-Telefoneinrichtung, wie das geht mit dem Hinzufügen der Rufnummern. Bevor wir fortfahren, solltet ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr hier oben unter den drei kleinen Pünktchen die sogenannte erweiterte Ansicht aktiviert habt. Das sorgt dafür, ja, dass wir noch einige weitere Menüpunkte und Optionen und Einstellungsmöglichkeiten sehen, die uns ansonsten verborgen bleiben würden. Das ist gerade auch bei der Einrichtung der Telefonie jetzt sehr sinnvoll. Zu dieser wollen wir jetzt mal weitergehen. Dazu öffnen wir den Menüpunkt Telefonie hier auf der linken Seite. Und dann den Untermenüpunkt Eigene Rufnummern ganz unten. Dort fügen wir jetzt nämlich unsere Rufnummern hinzu. Die sind wie gesagt noch nicht drin in diesem Videobeispiel jetzt. Falls ihr die im Ersteinrichtungsassistenten, wie auch in meinem Video gezeigt, wie gesagt schon mit eingerichtet habt, könnt ihr diesen Schritt natürlich überspringen. Ansonsten klickt ihr jetzt hier unten ganz einfach auf Neue Rufnummer. Wählt dann hier oben euren Telefonieprovider aus. Der ist in der Regel gleich eurem Internetanbieter auch. In meinem Fall ist das die Telekom. Hier solltet ihr auch auf jeden Fall euren entsprechenden Provider auswählen. Da sich dann ja die Eingabefelder hier ein bisschen providerspezifisch anpassen, könnt ihr sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen anderen Anbieter auswähle, dann habe ich auch andere Eingabefelder hier, unter anderem beispielsweise noch mit einem Kennwort oder sowas. Deswegen wählt ihr auf jeden Fall euren korrekten Internetprovider aus. In meinem Fall ist das die Telekom. Da brauche ich dann nicht mehr tun, als die Rufnummer einzutragen, getrennt von Ortsvorwahl und ja, der eigentlichen Rufnummer. Wenn ihr mehrere Rufnummern zugewiesen bekommen habt vom Provider, das sind bei Telekom Privatanschlüssen in der Regel drei Nummern, dann könnt ihr die jeweils hier über den Button Weitere Rufnummer hinzufügen. Dort braucht ihr dann die Ortsvorwahl nicht mehr eintragen, sondern ja, nur noch die eigentliche Rufnummer. Die dritte trage ich auch noch ein. Hier solltet ihr auf jeden Fall alle Rufnummern eintragen, die euch von eurem Provider vergeben wurden. Anschließend könnt ihr hier unten die Zugangsdaten noch abändern. Die stehen jetzt hier auf den Standardeinstellungen. Das solltet ihr bei Telekom-Anschlüssen auch so lassen. Es sei denn, ihr habt den sogenannten My-Login-Dienst nachträglich deaktiviert oder anders konfiguriert. Das habe ich in meinem Fall nicht getan, ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen lasst ihr das Häkchen für die Standardanmeldung aktiviert. Überprüft die Rufnummern auf jeden Fall nochmal auf Tippfehler und klickt dann auf Weiter. Dann bekommt ihr nochmal eine kleine Zusammenfassung der gerade getätigten Einstellungen. Und ja, wir wollen das Ganze jetzt natürlich prüfen. Deshalb lassen wir dieses Häkchen hier auf jeden Fall aktiv und gehen abermals auf Weiter. Dann dauert es ein paar kleine Momente. Unsere Telefonie, unsere eingetragenen Rufnummern werden jetzt geprüft. Wenn wir da keine Tippfehler drin haben und die Rufnummern und der ganze Anschluss generell von unserem Provider schon freigeschaltet und aktiv ist, dann sollte das Ganze hier in wenigen Sekunden zum Erfolg führen. Ganz genau zu einem grünen Balken hier und der Meldung, die Prüfung der Telefonie war erfolgreich. Das heißt, alle unsere drei Nummern jetzt in meinem Fall sind hier erfolgreich einkonfiguriert worden. Ich bestätige das Ganze nochmal mit Weiter und lande jetzt hier wieder ja, im Menüpunkt Eigene Rufnummern. Da waren wir gerade schon. Nur sehen wir unsere drei neu hinzugefügten Nummern jetzt jeweils mit einem grünen Lämpchen ganz vorne. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Hier haben wir jetzt erst nochmal die Möglichkeit, auf den Reiter Anschlusseinstellungen hier oben zu gehen. Da gibt es nicht so viel Interessantes. Höchstens die ausgehende Rufnummer hier unten können wir festlegen. Das ist die Standardrufnummer, ja, die für ausgehende Telefonate verwendet wird, falls keine andere dem entsprechenden Telefoniegerät zugewiesen wurde. Das sollte in der Regel immer eure Hauptrufnummer, also die erste sein. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf eine der anderen Rufnummern umstellen. Damit wird sich jedes Telefon in der Außenwelt sozusagen dann standardmäßig melden, es sei denn, wir konfigurieren für ein spezielles Telefoniegerät was anderes.
Dazu kommen wir jetzt mal zu den Geräten, die wir gerade verbunden haben, nämlich in meinem Fall hier meinen zwei schnurlos Decktelefonen. Ihr könnt insgesamt übrigens bis zu 6 schnurlose Decktelefone mit der Box verbinden und konfiguriert werden können die dann hier über den Untermenüpunkt Telefoniegeräte. Dort sehen wir jetzt, dass ich zwei Mobilteile an der Deckt-Schnittstelle angeschlossen habe. Einmal Mobilteil 1 und, wer hätte es gedacht, einmal Mobilteil 2. Ich möchte jetzt erstmal mein Mobilteil 1 konfigurieren. Dazu gehe ich hier auf den entsprechend blauen Stift. Damit kann ich Mobilteil 1 nämlich bearbeiten. Kann dem Telefon jetzt hier einen Namen geben. Zum Beispiel kann ich das umbenennen in Yogis Phone. Dieser Name, der taucht dann später, wie gesagt, auch im Display des Schnurlos-Telefons auf, sobald wir die Einstellung hier übernommen haben. Und viel wichtiger aber, ich kann hier die ausgehende Rufnummer für dieses Telefon festlegen, sprich die Rufnummer, die anderen Teilnehmern dann im Display angezeigt wird, wenn ich sie anrufe. Da kann ich eine meiner drei gerade eingespeicherten Telefonnummern auswählen. Ich nehme jetzt in dem Fall hier auch wieder meine Hauptnummer und natürlich kann ich hier unten auch noch auswählen, auf welche Telefonnummern das Telefon überhaupt reagieren, also klingeln soll, wenn diese Telefonnummern angerufen werden, entweder auf allen gerade eingetragenen Telefonnummern oder natürlich auch nur auf speziellen, da kann ich eine oder mehrere auswählen. In meinem Fall soll das Telefon auf meiner Hauptrufnummer und aber auch auf der Zweitrufnummer klingeln. Das könnt ihr hier individuell anpassen, je nachdem, wie ihr eure Telefonnummern mit den entsprechenden Gerätschaften zu Hause oder im Büro belegen wollt. Anschließend übernehmt ihr das Ganze mit einem Klick auf OK hier unten. Dann sehen wir wieder unsere Übersicht. Mobilteil 1 ist zu Yogis Phone geworden und wenn wir uns mal das Display unseres Mobilteils jetzt anschauen, dann sehen wir, wie gesagt, dass auch dieser Name Yogis Phone jetzt genau da im Display auftaucht. Wir erkennen das Telefon ja also schon an seiner Display-Bezeichnung und wissen, welches Gerät wir da in der Hand haben. Besonders praktisch, wenn wir mehrere baugleiche Schnurlos-Telefone in einem Haushalt oder in einem Büro, wie gesagt, verwenden. Außerdem sehen wir jetzt hier in dieser Übersichtstabelle auch direkt die Rufnummer, die für ausgehende Anrufe und auch die Rufnummern, die für eingehende Anrufe verwendet wird. Also die Nummern, auf die das Telefon bei ankommenden Anrufen überhaupt reagiert. Das sehen wir jetzt hier direkt alles praktischerweise in dieser Übersicht. Außerdem sehen wir auch noch die interne Rufnummer, Sternchen, Sternchen 610. In dem Fall würde ich diese Nummer jetzt von einem weiteren an die Fritzbox angeschlossenen Telefon anrufen. Dann hätte ich ein internes Gespräch mit Yogis Phone, also dem Mobilteil 1 in dem Fall. Ich gehe nochmal eben in die Bearbeiten-Option hier beim Yogis Phone. Dort haben wir nämlich hier oben noch zum Beispiel die Option Klingelsperre. Hiermit können wir festlegen, zu einer bestimmten Uhrzeit am Tag beispielsweise nicht gestört werden zu wollen. Beispielsweise von 22 bis 8 Uhr wäre jetzt hier Schicht im Schacht und Ruhe im Karton. Keiner könnte uns stören, außer sogenannte wichtige Personen, die im Fritzbox-eigenen Telefonbuch eingespeichert sind. Dazu komme ich gleich noch, ist nämlich gerade bei Deckt-Schnurlos-Telefonen ein ganz wichtiger Aspekt. Erstmal übernehme ich die Einstellung jetzt hier der Klingelsperre auch wieder mit OK und gehe nochmal zurück zu meinem Yogis-Phone, denn wir hatten hier oben noch die Möglichkeit, die Merkmale des Telefoniegeräts festzulegen. Hier können wir zum Beispiel das Anklopfen aktivieren. Wir können Anrufe standardmäßig abweisen, wenn wir schon telefonieren, also wenn besetzt sind. Und wir können unsere ausgehende Rufnummer hier unten auch generell unterdrücken. Das heißt, bei unserem Gegenüber ja, wird der altbekannte, der gute alte unbekannte Teilnehmer dann angezeigt, wenn wir diesen anrufen. Ansonsten haben wir hier unten noch diverse Equalizer-Einstellungen für die Soundanpassung. Wenn wir damit nicht zufrieden sind, können wir hier Tiefen, Mitten und Höhen ein bisschen anpassen, außerdem den Störfilter hier unten ein bisschen regulieren. Da muss man, sollte man irgendwelche Funkverbindungsprobleme oder Rauschprobleme zum Beispiel haben, damit kann man dann hier noch ein bisschen rumspielen. Das muss man individuell ausprobieren, dadurch können dann zum Beispiel auch Sprachteile verschluckt werden, wenn man diesen Filter hier zu hoch stellt. Das seht ihr hier unten schon den Hinweis. Das müsst ihr je nach individueller Situation, falls ihr Störgeräusche in eurem Handgerät habt, in eurem Schnurlostelefon, müsst ihr das hier individuell ein kleines bisschen anpassen. Ansonsten gibt es dazu erstmal nicht mehr viel zu sagen. Unsere beiden Schnurlostelefone sind eingerichtet. Ich könnte das gleiche jetzt natürlich auch nochmal mit Mobilteil 2 machen. Gehe hier auf der rechten Seite wieder auf Bearbeiten und kann dann auch diesem Mobilteil 2 einen Namen vergeben. Zum Beispiel Yogi Phone 2. Und kann auch gerade wie bei Mobilteil 1 schon die Telefonnummer für die ausgehenden Anrufe auswählen und ebenso natürlich auch die Nummern, auf die das Telefon überhaupt reagieren soll. Das könnt ihr ganz individuell anpassen,
je nachdem, was da eure Bedürfnisse eures Setups zu Hause sind. Das Ganze immer mit OK bestätigen und ja, dann haben wir unsere beiden Schnurlostelefone im Grunde genommen schon korrekt eingerichtet. Was jetzt, wie gesagt, noch nicht ganz unerheblich ist, ist das Telefonbuch in der Fritzbox. Denn um Namen eurer Anrufer angezeigt zu bekommen auf dem Display, also bei eingehenden Anrufen, ist es zwingend erforderlich, diese Anrufer hier in das Fritzbox interne Telefonbuch einzuspeichern. Es reicht nicht, diese Anrufer mit Namen in dem lokalen Telefonbuch eures Schnurlostelefons gespeichert zu haben. Dann wird euch auch weiterhin bei eingehenden Anrufen nur die Telefonnummer des Anrufenden angezeigt. Damit ihr den Namen seht, so wie ihr das klassisch gewohnt seid von euren Kontakten, müssen diese wirklich hier im zentralen Telefonbuch der Fritzbox eingespeichert sein. Das hat den großen Vorteil, dass ihr diese ja nur einmal zentral sozusagen in eurem Netzwerk einspeichern müsst und alle Deckt-Schnurlos-Telefone diese Kontakte dann kennen. Dazu geht ihr hier ganz einfach im Menüpunkt Telefonbuch auf Neuer Eintrag und könnt die Felder dann hier mit entsprechenden Rufnummern füllen. Hier unten könnt ihr diesen Kontakt als sogenannte wichtige Person einrichten, die dann also auch an aktivierten Klingelsperren vorbeikommt, zum Beispiel also auch in dem Beispiel von eben innerhalb der Zeit von 22 bis 8 Uhr durchkommt und uns stören kann, weil es zum Beispiel ein wichtiges Familienmitglied ist. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr auch das Telefonbuch hier ein bisschen pflegt für die komfortable Nutzung eurer Telefonkontakte mit Schnurlostelefon. Ansonsten, wie gesagt, seht ihr nur die reinen Rufnummern bei eingehenden Anrufen. Bei ausgehenden Anrufen ist das natürlich ein bisschen anders. Da könnt oder müsst ihr sogar vielmehr das interne Telefonbuch eures Schnurlostelefons verwenden. Auch darin sollten die Kontakte weiterhin gespeichert sein, damit ihr sie auf einfache Art und Weise anwählen könnt. Zum Schluss schauen wir uns nochmal eben den Hauptmenüpunkt Deckt hier an. Der findet sich nämlich tatsächlich nicht unter Telefonie, sondern ist ein eigenständiger Menüpunkt. Dort sehen wir ja nochmal alle Schnurlostelefone, ähnlich der Telefoniegeräteübersicht gerade in der Kategorie Telefonie. Aber was hier viel interessanter ist, ist die Unterkategorie Basisstation hier. Dort können wir die ganze Deckt-Funktionalität nämlich generell auch vollständig ausschalten. Auch wieder hier zum Stromsparen oder natürlich auch zur Verringerung der Funkwellenbelastung. Wenn wir überhaupt keine Schnurlostelefone nutzen möchten oder können, dann können wir das auch getrost komplett deaktivieren hier. Ich nutze sie aber und ich möchte sie mit PIN nutzen. Wir haben ja gerade die 0000 bei der Anmeldung eingegeben. Die könnt ihr hier natürlich abändern in einen eigenen Wert, damit sich nicht jeder unautorisiert hier an eurer Fritzbox mit seinem Decktelefon anmelden kann. Denn dieser 0000-PIN, der ist in so ziemlich allen Deckgeräten werkseitig vorhanden. Also dauerhaft würde ich das hier vielleicht tatsächlich auf einen eigenen PIN abändern. Zugegebenermaßen auch nicht 1234, sondern eher sowas hier irgendwie. Hier unten haben wir die Möglichkeit, die Funkleistung auf zwei verschiedene Arten zu verringern. Davon sprach ich ja jetzt schon oft genug, vom Verringern der Funksendeleistung. Wir können die Funkleistung der Deckt-Basisstation generell hier runterschrauben. Zum Beispiel, wenn sich unser Deckt-Schnurlostelefon in der Nähe der Fritzbox befindet, wenn es zum Beispiel direkt auf dem Schreibtisch steht, unter dem sich die Box befindet. Da werden wir dann aber hier nochmal sicherheitshalber gefragt, ob wir das auch wirklich wollen, denn damit wird natürlich, steht hier schon, die Reichweite der Schnurlostelefone auf jeden Fall verringert. Sollte man wirklich nur mit Bedacht einschalten und wenn wir uns auch dauerhaft nur in der Nähe unserer Fritzbox, also der Deckt-Basisstation, aufhalten. Ich gehe da schon mal gerne ein paar Meter weiter weg, deshalb lasse ich diese Option aus. Welche Option aber interessant ist, ist die Deckt-Eco-Funktion. Die sorgt nämlich dafür, dass sich der Deckt-Funkverkehr vollständig abschaltet, also nicht irgendwie im Standby gehalten wird. Und zwar immer dann, sobald unser Schnurlostelefon nicht mehr aktiv ist. Dann geht es in diesen Schlafmodus, was dann zum Beispiel bei eingehenden Anrufen dazu führt, dass es 1 bis 2 Sekunden länger braucht, um wieder aufgeweckt zu werden von der Basisstation. Dafür hat man aber auch eine dauerhafte Funkwellenentlastung, würde ich sagen. Das Schnurlostelefon muss den Deckt-Eco-Modus dazu natürlich unterstützen. Das tun aber in der Regel alle gängigen Schnurlostelefone. Und wir können diesen Eco-Modus zum Beispiel auch noch zeitlich begrenzen, also von 22 bis 8 Uhr beispielsweise. So würde tagsüber nach wie vor die volle Sendeleistung zur Verfügung stehen und Anrufe vor allen Dingen ohne kleine Zeitverzögerung, die ich ja gerade beschrieb, reinkommen. Ansonsten hat man hier 1 bis 2 Sekunden Zeitverzögerung bei eingehenden Anrufen. Das ist, finde ich, aber auch nicht weiter tragisch. Dafür spart man, wie gesagt, ein bisschen Energie und Funk. Bei der Sicherheit solltet ihr auf jeden Fall die Deckt-Verschlüsselung aktivieren.
da es ohne Deckt-Verschlüsselung, das wäre diese Option hier unten, möglich ist, ja, mit haushaltsüblichen Materialien, sag ich mal, und mit erschwinglicher Technik vor allen Dingen, naja, mit haushaltsüblichen Materialien vielleicht nicht, findet man nicht in der Küche, aber man findet dieses Equipment dann wirklich in jedem Elektrofachmarkt oder kann sich das einfach online zusammenkaufen, um seine Nachbarn hier und den Deckt-Funkverkehr dieser abzuhören. Das sollte mit der Deckt-Verschlüsselung nicht möglich sein. Ich sage natürlich sollte, da man in der heutigen Zeit nie weiß, was geknackt wurde und was noch nicht oder welche Organisationen dazu prinzipiell in der Lage wären. Die unverschlüsselte Option, die solltet ihr wirklich nur dann zulassen. Da werden wir auch deswegen schon gewarnt hier. Wenn ihr beispielsweise sehr alte Schnurlostelefone verwenden wollt oder müsst, die noch gar keinen Verschlüsselungsstandard beherrschen, ansonsten bitte immer die sogenannte sichere Deckt-Verbindung hier oben verwenden. Hier haben wir dann noch einige Optionen zum Zugriffsschutz. Damit können wir diverse Optionen der Fritzbox steuern, wie zum Beispiel den WLAN oder den Gast-WLAN-Zugang zu aktivieren, ein Fritz-OS-Update hier für diese Web-Oberfläche anzustoßen und anderes. Das ist für uns ja eigentlich nicht weiter interessant, es sei denn, ihr wollt auch sowas nutzen, die Fernsteuerung eurer Box über euer Schnurlostelefon sozusagen. Ansonsten haben wir hier unten noch ein paar Kompatibilitätseinstellungen, wie auch gerade schon bei der nicht verschlüsselten Verbindung, wobei das wirklich die allerletzte Option sein sollte, das Ganze auf unverschlüsselt zu stellen. Dann solltet ihr, bevor ihr das tut, lieber hier unten mal die Problembehebung für nicht GAP-kompatible Schnurlostelefone vielleicht einschalten bei älteren Geräten oder die Unterstützung für dieses Cat IQ 2.0 abschalten, anschließend nochmal prüfen, ob sich damit die Probleme beheben lassen. Das alles tritt eigentlich wirklich nur bei irgendwelchen sehr alten Deckt-Telefonen auf. Heutzutage unterstützen die alle die aktuellen Standards und vor allen Dingen auch Sicherheitsfeatures. Mehr kann ich euch im Grunde genommen zu dem Thema schon nicht erzählen. Wir haben unsere Deckt-Schnurlostelefone mit unserer Fritzbox 7590 verbunden. Es gibt jetzt noch ein paar ausschweifende Themen, wie zum Beispiel die Rufbehandlung, sprich also das Einrichten von Rufsperren für gewisse Rufnummern, die uns nicht erreichen sollen oder die wir nicht erreichen können sollen. Außerdem für Rufumleitungen, Wahlregeln und andere Dinge. Das wird jetzt hier aber ein bisschen massiv den Rahmen sprengen. Deswegen findet ihr zu diesen separaten Themen auch noch eigene Videos. Die habe ich unten alle in der Videobeschreibung oder in der entsprechenden Fritzbox 7590 Playlist auf meinem YouTube-Kanal hier verlinkt. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr weitere Informationen zur Konfiguration eurer Telefonie an der Fritzbox hier sucht. In diesem Sinne würde ich sagen, kann ich dieses Video hier erstmal schließen. Die Deckt-Telefone laufen und ja, die alten Ladestationen, die werden auch wirklich nur noch dafür jetzt gebraucht, nämlich zum Aufladen der Schnurlostelefone. Die stellen selber keine Funkverbindung mehr her. Das geschieht jetzt rein zwischen der Fritzbox und eurem Schnurlostelefon. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video weiterhelfen. Falls ihr Fragen oder Probleme habt, dann stellt die gerne unten in den Kommentaren. Ich versuche da mit meiner bestmöglichen Zeit und mit meinem ja, bestmöglichen Wissen drauf einzugehen. Das geht natürlich nicht immer. Das müsst ihr bitte verstehen. Ich kann mich da nicht in jede individuelle Situation reinfinden und eine Problemlösung erarbeiten. Das könnt ihr auch gegebenenfalls ein bisschen gegenseitig tun in den Kommentaren. Das hat ja auch in den früheren Fritzbox-Anleitungen von mir immer schon sehr gut funktioniert, dass ihr euch da ein bisschen helft. Ansonsten würde ich sagen, verbleibe ich jetzt erstmal und bedanke mich bei euch, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wenn euch das weitergeholfen hat, könnt ihr mir gerne einen positiven Daumen da lassen oder natürlich auch ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos dieser Art und natürlich auch viele andere. Bei Instagram könnt ihr auch reinschauen für einen etwas privateren Einblick hier in das Leben vom Yogi, falls euch das interessiert. Abonniert mich auch da, würde mich freuen. Ansonsten bin ich jetzt raus, wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so treibt. Mahlzeit und hoffentlich bis bald.